Wegen der Glasscheiben ist das Filmen in Aquarien und Terrarien sehr speziell, besonders dann, wenn man den Anspruch hat, völlig ohne Spiegelung zu arbeiten. Aber ich mag die vielen Reflexionen, sei es durch vorbeilaufende Menschen oder Lichtquellen im Hintergrund. Außerdem ist das Ganze nebenbei ein ultimativer Härtetest für den Autofokus der Kamera. Mein Highlight in der Wilhelma ist das Aquarium. Nach meinem persönlichen Ranking der deutschen Zoos steht das Aquarium der Wilhelma zusammen mit dem Aquarium des Kölner Zoos unangefochten auf Platz 1. Zum Filmen ist heute kaum Zeit. Ich habe eine kleine Run-and-Gun-Kamera in der Tasche und halte hier und da einfach mal kurz drauf. Im heutigen Beitrag zeige ich euch Aufnahmen aus dem Bereich Süßwasser, wobei wie in anderen vergleichbaren Einrichtungen auch dies nach Regionen und Temperaturen gegliedert ist. Im sogenannten Kaltwasser geht es vielleicht eine Spur weniger bunt zu, jedoch nicht minder interessant. Denn wer hat schon mal den Hecht so Aug in Aug gesehen? Ein einheimischer Fisch, der durch seinen torpedoförmigen Körper auffällt. Wir sind immer noch in heimischen Gewässern und total interessiert sind die Kids, als ich ihnen die kuckucksähnliche Vermehrungsstrategie der Bittlerlinge mit ihrer Legeröhre erkläre. Springen wir auf den nordamerikanischen Kontinent, finden wir nicht minder eindrucksvolle Räuber wie diese Knochenhechte. Mehrere Arten werden hier in einem der Riesenlandschaftsaquarien gezeigt, genau wie der seit Jahrzehnten bei uns eingeschleppte Sonnenbarsch. Und leider macht sich mittlerweile auch diese hübsche nordamerikanische Elritzenart bei uns in Deutschland breit. Farblich attraktiver wird es dann im Warmwasser. Die eindrucksvolle Kombination aus üppigem Pflanzenwuchs und farblich attraktiven Fischen ist immer etwas Besonderes. Was besser gefällt, ist letztlich Geschmackssache. Buntbarsche gehörten immer schon zu meinen aquaristischen Lieblingen. Aber zu diesem hier habe ich eine besondere Beziehung, weil ich ihn und einige seiner Vettern derzeit in Madagaskar live gesehen habe. Mittlerweile sind viele der madagassischen Buntbarsche ausgestorben oder extrem bedroht, weshalb es toll ist, dass uns diese Art durch ein weltweites Zuchtprogramm, zumindest in menschlicher Obhut, erhalten geblieben ist. Der vergleichsweise winzige Schmetterlingsbuntbarsch ist hingegen ein häufiger Fisch in den Aquarien der Welt. Kein Wunder bei dieser Farbenpracht. Mit den Kids haben wir diesen Bereich ganz besonders genossen. Ich wohl auch deshalb, weil ich als Taucher hier die reale Unterwasserwelt abgebildet sehe und nicht das lupenreine Aquascape, in dem jedes Steinchen sortiert wird und einer Alge kein Platz mehr eingeräumt wird. Aber Vorsicht, bevor ihr mich jetzt an die Wand nagelt. Ich habe nichts gegen Aquascaping, wenn man es als Kunstform betrachtet. Die Realität der Unterwasserwelten indes bildet es nicht ab. Das war's dann für heute. Im nächsten Teil geht's dann um den maritimen Bereich des Aquariums in der Wilhelma. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt abenteuerlustig und gesund. Bis bald.